Dietrich von der Welt und Mirja Bös. Ehrlich, ihr Lieben, viele wissen ja gar nicht, dass du eigentlich ein schweres Schicksal hast. Teilst deinen Namen mit einem völlig unbekannten englischen Sänger und auch sonst wissen die Menschen gar nicht, wie du wirklich bist, aber das schreit, würde ich sagen, nach einer kleinen Pressekonferenz, ja? Okay. Die du jetzt gibst. Du weißt natürlich nicht, zu welchem Thema, aber das kriegst du am Ende im Laufe dieser kleinen Pressekonferenz heraus. Ich hoffe das jedenfalls. Da kommt schon dein Rednerpult. Soll ich schon rübergehen? Geh doch schon mal an deinen Rednerpult. Stell dich schön dahinter. Ja. Und ich verrate den Menschen zu Hause das Thema. Ein sehr, sehr schönes Thema. Was muss das Fieses sein? Nein, 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 nein. Nein. Es ist etwas, da muss man sich nicht für schämen. Das kann jedem passieren. Ja. Und ich freue mich. Ich freue mich und ich bitte die anwesenden Journalisten jetzt um ihre Fragen. Elton, ja, bitte, schön, das ist mal deine Pressekonferenz. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen. Und egal, was ich verbrochen habe, ich bleibe Trainer beim FC. Ja. Ja. Mein Name ist Welke vom Nachrichtenmagazin Bussi Bär. Gleich mal die Einstiegsfrage. Musste das denn wirklich sein? Ja, ich bin der Meinung, es wurde endlich mal Zeit. Ja. Mir war einfach langweilig. Ja, Herr Bös von Medium Cini, es ist so ein bisschen für mich eine körperliche Frage. War es so, dass es tatsächlich Absicht war oder war es eine Angst kurz vor Beginn? Ich habe den zweiten Teil der Frage nicht verstanden. Ob es eine Angst war, die kurz vor dem Beginn eingetreten ist? Nein, ich habe das einfach so komplett durchgezogen. Ich hatte tierisch Bock drauf. Also Plan. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, das sollte jeder mal machen. Absolut. Natürlich, wenn man die Chance hat. Ja. Aber war das denn auch eine Art Botschaft? Also wollten Sie damit... Na, ich könnte es auch so sagen, wollen Sie damit was ausdrücken? Die Idee kam mir tatsächlich beim Ausdrücken. Jeder kennt das am Morgen, wenn man gefrühstückt hat, Kaffee getrunken hat, dann muss man auch erstmal die Morgentoilette erledigen. Und ja, da, ja, ja. Da ist mir das dann auch gleich zu Kopf gestiegen. Zu Kopf? Oh, das ist nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Haben Sie das denn draußen gemacht oder im Lager? Also waren die Leute dabei? War es richtig in der Öffentlichkeit? Nein, ich habe die Familie eingeladen. Eine schöne Gelegenheit. Und, und glauben Sie mir, vor allem die Kinder hatten sehr viel Spaß. Das ist was, wo Kinder viel Freude richtig, dran haben. Absolut, ja, ja. In einer bestimmten Phase. Ja, ich bin vom Sachsenspiegel, bin ich. Ich habe meine Frage. Ja nix. Ich habe meine Frage. Ja. Wir haben ja sowas früher gar nicht gehabt. Aber ich habe eine Frage. Hat das einen Vorteil gebracht, dieser Wind sozusagen, dieser Fahrtwind, den Sie verursacht hatten durch diese Aktion? Ich habe die Frage gar nicht verstanden. Ich darf ja die Aktion nicht. Ja, ich weiß ja, wovon ich rede. Jeder kennt es ja, wer vielleicht mal Chili oder so gegessen hat. Ja. Oder beim Inder mal war, Erbsenbohnen und Linsen bringen den Arsch zum Grinsen. Gab es auch andere Behälter, in denen Sie sich vielleicht irgendwie mal versucht haben? Vielleicht eine Tupperbox oder so? Zum Üben. Irgendwas. Was Schmaleres. Ich tupper tatsächlich sehr gerne Sachen ein. Ich sag mal, wenn Sie das eintuppern, brauchen Sie Hilfe. Man kann aber auch aus Scheiße Gold machen. Ja. 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 Also wir müssen noch mal ein bisschen nach den Motiven forschen. Richtig. Ging es Ihnen darum zu verhindern, dass er in diesem Jahr wieder den Titel holt?
Ja, ich bin der Meinung, er hat einfach zu oft schon einfach zu oft gewonnen. Ja. Das finde ich persönlich auch scheiße. Ja. Und da habe ich ihn einfach mal ins Getriebe geschissen. Ja, aber in der Hass. Also fragen wir mal so rum, an wem denn? Wem denn? Wem haben Sie denn ins Getriebe geschissen? Lange Zähne, lange. Viele, viele Zähne. Ach so. Lange Zähne. Ja, mein Chef ging mir halt schon lange auf den Sack. Ja. Ja. Und es ist ja bald wieder soweit, ich weiß. Ja. Und eigentlich war es eine ganz einfache Idee, man soll ja dieses Gerät anwärmen. Jetzt, jetzt! Jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt. Und warum immer künstlich mit Bunsenbrenner? Warum nicht einfacher mit dem natürlichen Darminhalt? Da kann man doch einfach mal in den Wok scheißen. Jawohl!